Hey Leute, cool, dass ihr hier reinschaut und herzlich willkommen zu einem neuen Haus-Tutorial. Schon lange wurde sich gewünscht, dass ich mal ein Hochhaus baue, ein modernes Hochhaus. Und ich habe es jetzt einfach mal ausprobiert und ich finde, es ist sogar ganz gut geworden. Oder sagen wir, es ist ganz okay. Also ich denke, man kann es vielleicht irgendwie besser machen, aber insgesamt gefällt mir das auf jeden Fall schon richtig gut. Und ihr seht das hier hinter mir. Was ich genau die letzte Male vergessen habe zu sagen, ich spiele im Flaus HD Texture Pack. Das wollte ich einfach nur angemerkt haben. Und dann würde ich sagen, wir gucken uns das Ganze wie immer erstmal von außen an und gehen dann auch nach innen rein. Also hier einmal auf der Vorderseite sehen wir schon, wir haben hier unten einmal den Eingang. Dann haben wir hier einige Fenster, hier drei Balkone. Also insgesamt hat das ganze Haus vier Etagen. Die unterste und dann genau nochmal drei Obergeschosse. Hier einige Fenster, wie ihr seht. Hier rechts sogar zwei Glasfassaden. Hier oben einmal eine Dachterrasse, so eine kleine. Und dann, wenn wir hier rumfliegen, seht ihr hier auch eine riesige Glasecke. Und dann hier auf der Rückseite nochmal einen kleinen Balkon, beziehungsweise einen mittelgroßen Balkon. Dann hier noch einige Fenster und auf dieser Seite schließt das auch ab mit so einigen Fenstern. Genau so sieht das alles insgesamt aus. Und ja, dann würde ich sagen, wir gehen einfach mal rein. Und zwar, ich habe hier noch keinen Boden reingesetzt und ich habe auch noch keine Treppen reingesetzt. Aber ich würde vorschlagen, dass man die Treppen hier in diesem Bereich einbaut. Und dann, ja, hier irgendwie... Beispielsweise, dass man so eine halbe Wendeltreppe hat und dann jeweils eine Etage hochkommt. Genau, dann hat man hier einmal die zweite Etage mit dem kleinen Balkon hier vorne. Das ruckelt immer noch ein bisschen, weil ich noch immer auf dem Laptop zocke. Das ändert sich aber bald. Hier hat man dann diesen einen größeren Balkon, den wir gerade von außen schon gesehen haben. So, dann kommen wir hier einmal in die zweite Etage, also das zweite Obergeschoss. Was sich hier verändert hat, ist einmal, dass wir hier nochmal diesen Balkon haben. Also diesen großen, diese Dachterrasse. Und dass wir hier einmal diese große Öffnung haben mit dem großen Fenster. Und dann ist hier oben einmal die letzte Etage, die vierte. Natürlich auch wieder ein kleiner Balkon. Also das finde ich auch ganz cool, dass alle Etagen so ein bisschen weit anders sind. Genau. Und man hat insgesamt auf jeden Fall eine Menge Platz, gerade dadurch, dass man halt vier Etagen hat. Und dann würde ich einfach mal sagen, wir fangen an, das Ganze nachzubauen. Am Anfang muss ich dazu sagen, ich weiß nicht, ob es sofort perfekt klappen wird. Und vielleicht werde ich mich ein bisschen verbauen. In dem Falle tut es mir leid, am besten immer ein bisschen vorgucken und dann ja, das Ganze so nachbauen. Aber ich glaube, das wird nicht allzu schlimm sein. Und genau, ich werde jetzt... Anstatt das Akazienholz, womit ich das Haus, das Originale hier gebaut habe, werde ich jetzt Fichtenholz benutzen, einfach damit ich zwei unterschiedliche Farben habe und gucke nachher, was besser aussieht. Ihr könnt auch einfach eine Holzfarbe eures Beliebens nehmen. Wie gesagt, jetzt baue ich einfach mit Fichtenholz das Ganze nach. Hier vorne haben wir das Akazienholz-Beispiel. Und dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Und zwar mit der Tür. Ich habe eine Eichenholztür genommen, auch hier könnt ihr einfach irgendeine Tür nehmen. Dann setzen wir hier einmal zwei Stück hin, brauchen dann Holz, gehen auf die rechte Seite, ziehen hier vier Blöcke Holz hin und auf die linke Seite brauchen wir acht Blöcke Holz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann gehen wir hier links nochmal zwei Blöcke hoch. Rechts genauso, auch nochmal zwei Blöcke hoch. Und gehen dann von rechts einmal rüber bis über die Tür, verbinden das dann hiermit und füllen diesen Bereich auch komplett mit Holz erstmal aus. Dann würde ich sagen, gehen wir hier auf die linke Seite. Hier setzen wir jetzt ein Glas ein, also beziehungsweise zwei Glas. Dann kommt hier wieder Holz hin, dann lassen wir wieder frei für Glas. Und dann... setzen wir hier Holz hin, lassen wieder eins frei für Glas und setzen wieder Holz hin, dass wir insgesamt drei von solchen Fenstern haben, komplett hier auf der linken Seite. Dann als nächstes würde ich sagen, wir
gehen hier auf die rechte Seite und ziehen schon mal diese gesamte Wand 15 Blöcke insgesamt nach hinten mit denen, den wir schon gesetzt haben. Das heißt, wir zählen weiter ab 1, also beziehungsweise ab 2 dann. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 und 15. Ziehen das Ganze auch noch hoch auf eine Höhe von 3 und ja, schließen das Ganze erstmal, würde ich sagen, komplett. Und später müssen wir da dann noch ein bisschen Glas einsetzen, einige Fenster, also dann ein bisschen wieder was rausreißen. Aber ich mache das erstmal so, damit wir die Orientierung hier ein bisschen besser haben. Genau, dann würde ich sagen, gehen wir auf die linke Seite und hier brauchen wir, jetzt muss ich kurz nachzählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, insgesamt 10 Blöcke. Das heißt, einen haben wir schon, dann zählen wir weiter, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Ich hoffe, dass es passt. Und zwar brauchen wir jetzt hier in der Ecke auch erstmal wieder ein Fenster, dann kommt Holz hin, dann wieder ein Fenster, dann wieder Holz und noch einmal Holz, dann wieder eins frei, Holz, eins frei und Holz. Es hört sich jetzt kompliziert an, aber wenn wir das Glas einsetzen und uns das von der Weite einmal angucken, dann ist das, glaube ich, klar, wie das gemeint ist. Das heißt, wir haben hier insgesamt 4 von solchen Fenstern und in der Mitte haben wir 2 Blöcke Abstand und ansonsten immer ein Block. Ich denke, das leuchtet ein und ist nicht allzu kompliziert. Genau, dann als nächstes würde ich sagen, wir nehmen auch schon wieder Holz und hier diese 2 Blöcke in der Mitte, die müssen wir weiter hochziehen und zwar insgesamt auf eine Höhe von 12 Blöcken. Das heißt, wir zählen ab 3 weiter, weil 3 haben wir ja schon. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 12. Und den hier ziehen wir dann genauso hoch. Und dabei belassen wir es erstmal. Und ich würde sagen, wir machen auf der Vorderseite dann mit anderen Dingen hier weiter. Und zwar mit... ja, ich glaube, wir können erstmal Holz nehmen und das hier auch über die Tür setzen. Und zwar hier diese 4 Blöcke über der Tür. Da setzen wir einmal Holz hin. Gehen dann nach oben noch etwas weiter. Und zwar 1, 2, 3, 4 insgesamt. Also 1, 2, 3, 4. Hier auch nochmal 4. 1, 2, 3, 4. Und verbinden das dann hier oben auch einmal. Und diesen ganzen Rahmen, den wir hier gesetzt haben, da nehmen wir jetzt einmal grauen Ton, dunkelgrauen Ton ist das, glaube ich, und setzen den einmal hier rum, dass wir hier so ein O haben. Und da können wir dann eigentlich schon Glas einsetzen. Ich habe hellblaue Glasscheiben genommen. Ihr könnt eine Farbe eures Beliebens nehmen, aber ich finde, hellblau sieht immer richtig cool aus, weil, ich weiß, es sieht so aus, als ob sich der Himmel darin spiegelt. Aber genau, ihr könnt auch irgendeine andere Farbe nehmen, das ist ganz euch überlassen. So, nachdem wir das gemacht haben, nehmen wir wieder Holz und müssen hier hinter noch einmal etwas weiter gehen. Und zwar hier auf dieser linken Seite nochmal 3 Blöcke höher. Und ziehen das Ganze einmal noch, also rechts daneben nochmal hoch. Wieder 3, nochmal 3 und hier auch nochmal 3 und jetzt hier rechts auch nochmal 3. Also es ist hier einmal rechts so ein bisschen weiter rüber guckt, dass es genau so aussieht. Dann gehen wir wieder hier oben hin und setzen 4 Blöcke nochmal hier drauf. Dann links wieder 4 Blöcke hoch, rechts 4 Blöcke hoch. Oben verbinden wir das. Und dann haben wir schon wieder so einen Rahmen gesetzt und wo wir wieder grauen Ton davor setzen. Und Glas in die Mitte rein. Und jetzt wird es gerade dunkel, so Timeset 0.
Also insgesamt, vielleicht war das jetzt etwas kompliziert. Also wir haben hier einmal die Tür, darüber ist eine Linie frei, dann kommt dieser erste Bogen, dann sind hier drei Blöcke Holz und dann haben wir den nächsten Bogen. So ist das insgesamt aufgebaut. Genau, dann würde ich sagen, machen wir einfach mit dem Quarz weiter. Und da gehen wir jetzt einmal hier auf die linke Seite und setzen hier einmal Quarz drauf und gehen nach links weg noch insgesamt vier weitere Blöcke, also 1, 2, 3, 4 bis hier drüber, über diesem Holz. Ziehen das noch weiter nach vorne raus und noch einmal nach vorne raus. Und dann gehen wir hier ganz links, hier von dieser Ecke einmal nach oben. Jetzt müssen wir mitzählen, das sind ganz schön viele Blöcke. Und zwar insgesamt 14 Blöcke, die wir hier hochgehen müssen. Das heißt, zwei haben wir schon. Dann zählen wir weiter. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Und hier dann nochmal das Gleiche. Ich zähle nochmal, damit wir uns nicht verzählt haben. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, das ist die gleiche Höhe, also wird das wahrscheinlich passen. Dann verbinden wir das hier einmal, gehen dann auf die Innenseite und ziehen das einmal hier nach vorne weg und zwar auch bis ganz nach vorne, bis ganz nach oben meine ich. Und das gleiche dann auf dieser Seite auch, das heißt diese zwei Blöcke ziehen wir dann einmal hoch bis auf die Höhe von 14. So und verbinden das hier oben dann auch noch einmal. So, außerdem müssen wir jetzt einige Zwischenetagen reinziehen, also jeweils wo diese Balkone enden oder wo die neue Etage beginnt. Das heißt, jetzt fängt es hier auch noch an zu regnen. Das brauchen wir überhaupt nicht, weil dann leckt es noch mehr, als es sowieso schon tut. Und zwar zählen wir jetzt hier ab 1, 2, 3 Blöcke. Von dieser Standpunkt hier aus, also 1, 2, 3 und auf den vierten setzen wir eine Verbindung rein und ziehen die auch einmal nach hinten weg, also bis hier vorne. Dann machen wir das gleiche nochmal, das heißt zählen wieder 1, 2, 3 und auf den vierten machen wir eine Verbindung und ziehen die nach hinten weg. Und außerdem zählen wir dann nochmal 1, 2, 3. Und das heißt, hier oben kommt dann auch nochmal eine komplette Schicht Quarz rein. Dass das Ganze so aussieht. Und dann können wir eigentlich schon dieses Glas nehmen und hier reinsetzen. Das ist in meinem Fall weißes Glas, weiße Glasscheiben. Da könnt ihr aber auch natürlich wieder irgendwelche anderen Farben nehmen. So, dann würde ich sagen, gehen wir auf die linke Seite. Und machen hier weiter. Und zwar jetzt nicht ganz am Rand, sondern hier in der Mitte setzen wir einmal wieder Ton hin und ziehen das drei Blöcke raus. Und dann müssen wir einmal nach oben das wegziehen. Und zwar insgesamt 13 Blöcke mit denen, die wir schon haben. Das heißt, wir zählen jetzt wieder weiter ab 2. Also 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und 13. Und das gleiche hier links auch nochmal. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und 13. Verbinden das dann einmal hier oben. Und dann auf den gleichen Stellen, wo wir hier die Verbindung gemacht haben, machen wir das gleiche hier auch nochmal. Das heißt, immer drei Blöcke lassen und auf den vierten eine Verbindung rein. Und dann nehmen wir uns Glasscheiben und setzen die dort ein. Dass wir insgesamt drei von solchen langen Fenstern haben. Und von vorne nimmt das Haus jetzt schon richtig Gestalt an. Ich überlege gerade, ja, es macht Sinn auf jeden Fall hier rechts weiterzumachen. Und zwar brauchen wir jetzt schon wieder Quarz. Und wir fangen an, hier haben wir ja dieses O, gehen rechts davon hier in den unteren Block, setzen hier Quarz dran und ziehen das jetzt auch hoch bis auf diese obere Kante von diesem Ton. Das sind insgesamt fünf Blöcke. Ziehen das noch ein weiter nach vorne raus. Und dann müssen wir nach rechts gehen und zwar insgesamt
sechs Blöcke, glaube ich. Das sind 1, 2, 3, 4, 5. Genau, insgesamt 6. Das heißt, einen haben wir schon. Dann haben wir 2, 3, 4, 5 und 6. Das gleiche hier vor auch noch einmal. Und hier oben das gleiche auch. Also 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Von vorne sieht das dann so aus. Und das gleiche machen wir jetzt hier oben nochmal, beziehungsweise nicht genau das gleiche, aber wir setzen erstmal hier rechts neben diesem Ton wieder Quarz, hier vor auch wieder Quarz, aber jetzt gehen wir nicht sechs Blöcke raus, sondern insgesamt nur vier, das heißt 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4 und von vorne aus sieht das jetzt so aus. Das guckt jeweils ein Block weiter nach vorne raus als dieser Ton und zwei Blöcke weiter als diese Holzwand. Jetzt würde ich sagen, ziehen wir das Ganze einmal nach hinten weg, hier vom Quarz. Das heißt, ihr seht, wir haben zwei Blöcke schon. Insgesamt brauchen wir hier aber 14. Das heißt, wir zählen einfach weiter ab 3 bis 14. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Das hat ein bisschen geruckelt. Ich hoffe, ich habe mich nicht verbaut. Ansonsten machen wir das gleiche hier unten auch nochmal. Also ab 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Und wir sind auf der gleichen Höhe. Das heißt, wahrscheinlich passt es. Und dann verbinden wir das hier einmal. Und setzen dann hier am Ende nochmal so eine Verbindung rein. Hier oben ziehen wir das auch einmal nach hinten weiter, aber diesmal nicht wie unten 14 Blöcke, sondern insgesamt nur 6. Das heißt, wir zählen weiter ab 3. 3, 4, 5, 6 und hier das gleiche. 3, 4, 5, 6. Und dann würde ich sagen, genau, machen wir das Ganze hier zu. Das heißt, wir ziehen das hier noch weiter und hier noch weiter. Dass es so eine komplette Ebene wird und hier oben auch. Also ziehen hier nochmal vier Blöcke raus, hier vier Blöcke raus, hier vier Blöcke raus. Und dabei belassen wir es erstmal. Ich merke gerade, wir haben hier einen Fehler gemacht. Hier oben, also ganz oben in der Mitte, muss dieses Holz weg und stattdessen muss da Ton hin. Ist aber nur ein kleiner Fehler. Also wie gesagt, jetzt ist das schon korrigiert. Genau, jetzt gucke ich mal, wo wir am besten weitermachen. Das ist echt teilweise etwas kompliziert. Ich würde fast sagen, wir gehen auf die linke Seite, weil das wahrscheinlich sogar noch die einfachste Seite ist. Und hier nehmen wir jetzt wieder Ton. Und diese Linie, die wir jetzt hier haben, gehen wir ganz nach unten hin. Und ziehen die einmal weiter raus und zwar noch vier Blöcke. Also 1, 2, 3, 4. Dann endet das hier mit diesem Holz. Und machen das gleiche hier oben auch nochmal. Also 1, 2, 3, 4. Und verbinden das dann einmal. Von ganz unten bis nach ganz oben. Und zwar ziemlich genau so. Dann gehen wir einmal hier unten hin. Setzen eine Linie Ton wieder hin, lassen eine frei und dann wieder dreimal Ton, also 1, 2, 3, drei Linien Ton, lassen wieder eine Linie frei und dann wieder drei Linien Ton, lassen eine Linie frei und dann kommt hier oben nochmal eine Linie Ton rein, sodass wir insgesamt drei von solchen länglichen Fenstern haben und dort kommt dann auch Glas rein. Und dann gehen wir einmal rüber hier auf die linke Seite. Oder ja, doch, das passt. Jetzt gucke ich gerade, wie wir das am besten machen. Ich glaube, genau, wir gehen einfach mal hier hin. Nehmen Quarzblöcke hier auf die Innenseite und setzen das über dieses Glas und über dieses Holz. Also hier einmal Quarz hin. Und machen das gleiche hier auch, dass wir hier einmal Quarz drüber setzen. Dann nehmen wir Ton und setzen das
auch genau. Nee, das war falsch, sorry, tut mir leid. Aber ich habe ja gesagt, ab und zu kann es vorkommen, dass ich was falsch mache. Das ist nämlich falsch, wir brauchen hier Holz und setzen das einmal hier drüber. Dann kommen wieder genau wie unten zwei Fenster hier rein. Das heißt, in der Mitte gehen wir einmal drei hoch, gehen einmal nach rechts raus, nach links raus. Und zwar hier zwei Blöcke verbinden das dann mit dem Boden. Und setzen das Glas hier ein. Das ist, glaube ich, echt einer der kompliziertesten Häuser, die ich je gebaut habe. So, dann würde ich sagen, jetzt kommt hier einmal Quarz drauf auf dieses Holz. Dann brauchen wir wieder Ton und setzen das vor dieses Quarz und gehen nach links sogar noch ein weiter raus. Also insgesamt sind das fünf Blöcke Quarz, nee, fünf Blöcke Ton, die wir hier haben. Und ziehen das dann einmal hoch hier in der Ecke. Und zwar, ich weiß jetzt nicht, wie viele Blöcke das sind, aber es muss die gleiche Höhe wie das hier rechts haben. Und das gleiche dann auf der linken Seite auch nochmal. Und dann verbinden wir das hier auch einmal. Jetzt fängt es gerade hart an zu ruckeln, aber ich glaube, es hat sich wieder ein bisschen besser gefangen. Genau, dann haben wir hier einmal dieses große O schon wieder, dann gehen wir unten einmal hin, setzen eine Verbindung Ton, lassen eine Linie frei und dann kommen wieder drei Linien Ton. Zwei und drei, dann lassen wir wieder einen frei und setzen hier oben nochmal eine Linie Ton rein. Und dann kommt Glas in diese Lücken rein, dass wir hier insgesamt zwei Fenster haben und von weitem aus seht ihr schon, die sind jeweils auf der gleichen Höhe, die Fenster. Nur hier geht das einfach noch ein bisschen weiter runter als hier. Dann als nächstes nehmen wir uns wieder Holz und ziehen das hier noch höher. Und zwar bis auf diese Höhe, ein über dem Quarz. Nicht Quarz, sondern Ton. Eins unter dem Ton. Und dann seht ihr hier, also wenn wir von oben drauf gucken, ist das hier von vorne aus gesehen so ein L und daraus machen wir jetzt ein O. Das heißt, wir schließen das einmal so und setzen dann Glasblöcke in die Mitte ein. Ich habe wieder hellblau genommen. Dann nehmt ihr einfach wieder eure Farbe oder ihr könnt auch irgendeine andere Farbe nehmen. Und hier gehen wir jetzt einmal hin und machen also diese Linie, die wir jetzt hier sehen, da gehen wir nach links zwei Blöcke weg hier unten, zwei Blöcke weg hier oben und verbinden diese dann. Und genau in die Mitte kommt es dann nochmal ein Tonblock. Das heißt, wir haben hier drei Blöcke, die frei bleiben, beziehungsweise wo Glas reinkommt. Und hier auch nochmal. Dann sieht das Ganze jetzt so aus. Außerdem würde ich sagen, gehen wir jetzt einmal wieder auf die Vorderseite, nehmen Quarz und fangen an, von hier aus das Ganze nach hinten wegzuziehen. Insgesamt brauchen wir hier 14 Blöcke. Das heißt, wir haben drei schon, ziehen das weiter bis auf 14. Also 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hier das gleiche auch nochmal, also 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 und 14. Verbinden die dann einmal und dann ziehen wir die runter bis auf den Boden, die Ecken. So, einmal diese Seite und dann diese Seite auch noch einmal. Und jetzt schließen wir das Ganze. Hier kommen einige Fenster rein. Das kann jetzt vielleicht etwas komplizierter werden. Aber wir gehen erstmal nach oben hin, setzen eine Linie Quarz hier rein, dann eine Linie Glas, dann wieder eine Linie Quarz, dann wieder eine Linie Glas und dann wieder
Quarz. Dann gehen wir erstmal nach unten, setzen eine Linie Quarz rein, noch eine Linie Quarz, also insgesamt zwei, dann Glas, dann wieder Quarz, dann wieder Glas, dann wieder Quarz und jetzt nochmal Glas, also insgesamt das dritte Mal Glas und den Rest schließen wir komplett mit Quarz. Also so kompliziert ist es jetzt eigentlich auch nicht. Von weitem, wenn man da drauf guckt, kann man das sogar eigentlich voll gut ablesen. Jeweils oben und unten sind zwei Blöcke Quarz und danach haben wir oben zwei Fenster und unten drei Fenster. Also an sich eigentlich auch gar nicht mal so schwierig. Dann gehen wir wieder auf die Vorderseite und nehmen uns jetzt wieder Ton und ziehen den einmal, also von dem obersten O, das wir hier haben, gehen wir auf die linke Seite davon und hier müssen wir 12 Blöcke nach hinten weggehen. Das heißt, zwei haben wir schon, wir zählen ab 3 weiter. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 12. Genau, dabei belassen wir es erstmal. Dann gehen wir hier einmal auf die linke Seite, hier zu diesem Quarz und ziehen das nach unten, nach rechts weiter und zwar zwei Blöcke, oben auch zwei Blöcke raus, nach rechts und dann verbinden wir die einmal und setzen hier in die Mitte Glasscheiben ein, dass das Ganze so aussieht. Dann nehmen wir Holz und gehen hier zu dieser Linie und ziehen das Ganze nach rechts weiter und zwar insgesamt 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke noch, das sind jetzt insgesamt 7 und ziehen das dann einmal nach hinten weg und zwar bis hier auf diese Kante, beziehungsweise nicht auf diese Kante, sondern noch ein weiter, also dass das hier mit dieser Wand abschließt. Jetzt brauchen wir hier einige Fenster, das heißt von vorne, also wir sind auf der Rückseite des Hauses, ja, aber wenn wir jetzt hier einmal drauf gucken, lassen wir hier einen Block frei, dann kommt Holz, wieder ein Block frei, dann wieder Holz, dann wieder ein Block frei und dann Holz. Das heißt, dass wir insgesamt 3 von solchen Fenstern haben. Ich denke, das war nicht sehr kompliziert. Dann gehen wir hier einmal um die Ecke, setzen hier nochmal Glas ein. Und dann Holz einmal hier so drauf. Dann gehen wir einmal hier neben dieses Quarz, setzen hier noch ein Holz drauf und ziehen das dann einmal komplett nochmal über alles drüber. Und dann auch bis da hinten. Und dann, glaube ich, habe ich, jetzt muss ich einmal kurz neben anschauen, ne, beziehungsweise ich habe, glaube ich, Stufen genommen. Jetzt brauchen wir einmal Fichtenholzstufen, beziehungsweise wenn ihr Akazienholz habt, dann Akazienholz oder also das Holz, was ihr gerade benutzt, aber die Stufen davon und schließen dann diesen ganzen Bereich. Ich glaube, man kann auch Blöcke nehmen, aber Stufen ist gleich von unten besser. Genau, dass wir diesen Bereich dann erstmal so geschlossen haben. Dann nehmen wir uns wieder Ton, gehen einmal wieder nach oben und zwar genau zu dieser Linie, die wir hier gesetzt haben und ziehen das dann einmal runter bis auf die Höhe von dem Holz. Und jetzt muss ich mal gucken, wie weit das geht. Das heißt, also bis einmal hierhin, dass es sozusagen genau mit dem Holz abschließt. Jetzt bin ich echt ein bisschen überfragt, aber nee, das kriegen wir auf jeden Fall hin. So, dann nehmen wir uns einmal Quarzstufen und setzen die unter diesen Ton. Und ziehen die Stufen nach rechts rüber bis
Hier, beziehungsweise, nee, hier drauf kommt schon wieder ein Quarzblock auf dieses Holz. Ich hoffe, das versteht man halbwegs. Hier kommt ein Quarzblock drauf und dann diese ganze Wand entlang kommen auch Quarzblöcke. So bis hierhin und hier auch nochmal Quarzblöcke drauf. Und dann können wir eigentlich schon mal diese ganze Lücke, die wir jetzt hier so geschaffen haben, auch mit Quarzblöcken füllen. So. Dann gehen wir hier einmal wieder auf die Rückseite vom Haus. Nehmen jetzt wieder Ton. Und setzen hier nochmal Ton hin und zwar insgesamt, jetzt gucke ich gerade, das sind 3, 4, 5 Blöcke, also 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke hoch. Nehmen dann Glasblöcke, setzen hier 3 Stück hin, hier 3 Stück hin, verbinden das oben und dann eine Tür hier rein. Und dann nehmen wir wieder Ton. Und setzen hier diese beiden Blöcke ein und ziehen diese jeweils 5 Blöcke hoch. Das heißt 3, 4, 5. Und ziehen das dann auch rechts rüber und hier auch nochmal Ton rein. Dass es jetzt insgesamt so aussieht. Und dann gehen wir einmal nach ganz oben hier auf diese Kante und gehen nach links weg. 1, 2, 3, 4. 5, 6 Blöcke weiter, also dass wir auf der gleichen Höhe sind wie hier. Genau, so, ich glaube, das wird jetzt fast der komplizierteste Teil. Ich würde sagen, wir machen erstmal hier auf dieser Seite das Ganze fertig. Und zwar gehen wir hier einmal auf die Oberseite. Und ihr seht hier dieses O, das wir hier geformt haben. Das gleiche müssen wir jetzt einmal hier auf dieser Stelle machen. Das heißt, wir bilden den Rahmen, setzen dann Glas hier ein. Dann nehmen wir uns wieder Ton und verbinden das hier einmal. Außerdem können wir uns auch schon mal Quarz nehmen und diese ganze Öffnung hier oben einmal zumachen. Und hier an dieser Stelle könnt ihr, wenn ihr wollt, auch ein Dachfenster einbauen. Habe ich jetzt zwar nicht gemacht, aber das ist auf jeden Fall möglich, dass man das macht. Also es wäre dieses große Dach hier, dass man da irgendwie ein Fenster einbaut. Das kann man machen, muss man aber nicht unbedingt. Jetzt gehen wir einmal hier auf diese Seite. Ihr seht schon, das ist hier noch komplett unvollständig. Und wir nehmen wieder Ton. Und gehen hier auf diese obere Kante, also diesen Block hier, und ziehen den nach links jetzt einmal rüber. Und zwar, ich weiß nicht genau, wie viele Blöcke das sind, aber das schließt dann mit dem Quarz hier ab. Also genau bis hierhin. Und gleich müssen wir den runterziehen. Aber bevor wir das machen, nehmen wir uns Quarzstufen und gehen, also hier auf der Innenseite vom Haus, gehen wir einmal hier hin und setzen hier Quarzstufen einmal komplett in diese Etage rein. Bis hier drunter dann natürlich auch. So ziehen das, also komplett die ganze Fläche muss eigentlich mit Quarz jetzt hier versehen werden. Ich mache vielleicht noch nicht die ganze Etage, aber ich mache erstmal so weit, dass ich vernünftig weiterbauen kann. Das heißt, bis hierhin ziehe ich das erstmal so. Weil jetzt können wir auf jeden Fall viel besser weiterbauen. Jetzt brauchen wir nämlich wieder diesen Ton. Gehen hier oben hin, wo der Ton sich mit diesem Quarz berührt und ziehen hier den Ton dann einmal runter bis auf die Ebene, die wir gerade gesetzt haben. Also deshalb habe ich das jetzt gerade hier schon gemacht. Ups. Also bis hier dran.
und ziehen das dann einmal wieder rechts rüber bis hierhin. Und diesen ganzen Bereich, den wir jetzt mit diesem Ton hier markiert haben, den habe ich komplett mit Glasscheiben ausgefüllt. Ne, beziehungsweise nicht mit Glasscheiben, sondern ich habe noch mehr Ton erstmal genommen. Genau, auf die Innenseite bin ich gegangen, habe nochmal Ton genommen, hier nochmal eine Schicht dran gesetzt. Bis hierhin, das sogar nochmal hochgezogen, bis hier oben. Dann hier innen auch nochmal lang gegangen, hier rüber bis hier vorne. Und hier auch nochmal das Ganze so verbunden, dass man insgesamt zwei Blöcke jetzt überall hat. Und dann habe ich ganze Blöcke genommen, Glasblöcke, und habe die hier auf die Innenseite dran gesetzt. Zwar so. Ich merke gerade, je länger man spielt und je mehr man gebaut hat, desto krasser ruckelt der Laptop. Aber es sind nur noch ein paar Tage, bis ich wieder auf dem PC zocken kann. So, wir machen das Ganze jetzt bis ganz nach oben hin. Also wir können auf der Seite hier weitermachen. So, der kommt raus. So. Genau, damit haben wir diese große Glasfassade hier auch. Dann gehen wir einmal hier unten hin, brauchen wieder Holzblöcke. Und ihr seht hier diese Öffnung, die wir haben. Wir gehen einfach hier oben hin und ziehen das rechts rüber, drei Blöcke, verbinden das dann mit dem Boden und setzen hier Türen ein. Dann haben wir hier den Eingang zu dem großen Balkon auch schon, und dann können wir eigentlich auch das Gelände schon draufsetzen. Und zwar ganz am Rand von diesem Quarz. Und dann auch hier entlang, also komplett den Rand entlang, bis, ich habe das bis auf diese Höhe hier gemacht, wo wir das dann hier nach rechts rüber einmal abschließen. Beziehungsweise sogar ein weiter vorne schon. Ich glaube, hier habe ich das abschließen lassen. Keine Ahnung, das kann man auch machen, wie man möchte, dann. Ich glaube, ich habe das hier gemacht, damit das einfach mit diesem Glas abschließt. Aber das könnt ihr auch ein bisschen weitermachen. Das ist ja alles kein Thema. So, jetzt gucke ich gerade, was noch fehlt. Jetzt fehlen eigentlich nur noch die Gläser, glaube ich. Beziehungsweise hier dann auch noch die Türen. Ich würde sagen, wir machen mit dem Glas weiter. Und zwar erstmal hier oben. So, einmal das richtige Bild raussuchen. Genau, hier oben setzen wir einmal Glas rein bis hierhin auf diese Ecke und ziehen das dann rechts rüber bis auf diese Ecke und dann hier nochmal, dass sich das mit dem Ton verbindet. Und das machen wir dann drei Blöcke hoch. Also bis hierhin so und dann einmal da hinten den Block noch und dann hier drauf überall nochmal diese Glasscheiben. Das ist jetzt hier wieder Präzisionsarbeit. Gar nicht mal so einfach, wenn das Bild ruckelt. So, damit haben wir dieses Glas dann schon. Und außerdem brauchen wir hier nochmal Glas. Aber hier haben wir nochmal eine kleine Besonderheit, dass wir auf der rechten Seite nochmal Quarz brauchen. Und zwar zählen wir ab von vorne aus. Vier Blöcke, also 1, 2, 3, 4 und auf den fünften setzen wir dann einmal eine Quarzverbindung hier rein und dann nehmen wir uns das Glas und ziehen das einmal hier rein. Ups, so. Auf der Oberkante dann genau das gleiche und in der Mitte dann auch. So, und hier zu guter Letzt noch. Und genauso machen wir das hier auch nochmal. Das heißt, hier auch komplett überall Glas rein. Wenn euch das zu viel Glas ist, dann könnt ihr hier auch ein bisschen Glas weglassen und einfach stattdessen Quarz dahinsetzen. Aber ich fand das ganz cool, dass man hier auf dieser Ebene dann sehr viel Glas hat. Hat so ein bisschen was von Bürogebäude.
Aber wie gesagt, wenn ihr es nicht möchtet, könnt ihr das auch weglassen. Weil wenn man jetzt hier einmal drauf guckt, hat man ziemlich viel Glas insgesamt hier auf der Seite. Aber ich finde es eigentlich ganz cool, wie gesagt. So, dann würde ich sagen, wir gehen auf die Hinterseite und hier können wir dann eigentlich auch schon mal Glas nehmen und das Geländer hier drauf setzen. Einfach komplett den Rand entlang. Also auch überhaupt nichts Kompliziertes. Und dann bis da nach hinten. So, dann haben wir dieses Geländer hier auch fertig. Und jetzt gucke ich gerade, was noch fehlt. Ich habe noch mal diese ganze Schicht, dieses ganze Quarz, Gerüst, was wir hier haben, überall noch einen Block drauf gesetzt. Einen, nicht zwei. Das passiert hier einfach nur so, weil ich gerade nur 3 FPS habe. So. Genau, damit das nämlich von vorne aus die gleiche Höhe hat wie dieser Balkon. Und außerdem müssen wir dann hier diese letzte Schicht noch füllen. Das heißt, hier kommt auch überall einfach Ton rein. Ist jetzt auch nichts Kompliziertes. Es muss einfach nur kurz gemacht werden, damit es nicht von oben reinregnet. Und dann haben wir es eigentlich schon fast geschafft. Krass. Das finde ich richtig cool. Ich hatte schon so ein bisschen Angst, dass ich das nicht ganz hinkriege. Aber mit den Bildern, die ich gemacht habe und so, funktioniert das eigentlich relativ gut. Wie gesagt, jetzt brauchen wir noch hier hinten einmal diese Türen. Ach, und hier fehlt auch noch was, ne? Genau, da muss ich mal kurz auf mein Bild schauen, was ich hier gemacht habe. Ich glaube einfach nur Holz. Beziehungsweise wusste nicht das richtige Bild. Genau, beziehungsweise erstmal nehmen wir Quarz und setzen, also hier haben wir diese Linie und setzen hier auf der Innenseite nochmal eine Schicht Quarz hin und ziehen die so hoch, wie es geht. Das heißt bis hierhin. Und dann nehmen wir uns nochmal Holz und setzen das hier auf der Innenseite auch einmal so hoch, wie es geht. Das heißt bis hierhin. Dann haben wir das auch geschlossen. Und dann beschäftigen wir uns jetzt einmal mit den Türen. Beziehungsweise brauchen wir dafür erstmal wieder Quarzstufen. Und ihr seht ja hier hinten schon, auf welcher Höhe das Dach sozusagen drauf kommt. Das heißt, wir fangen jetzt einfach an, das komplett hier entlang zu ziehen und die ganze Etage erstmal zuzumachen. Das heißt, überall, wo diese Stufen hinpassen, da setzen wir die Stufen auch hin. So, dauert jetzt natürlich wieder etwas. Wenn es ruckelt, kann es auch mal sein, dass ich mich verbaue, wie gerade eben. Aber das müssen wir jetzt einfach mal kurz machen, weil die Etagen brauchen wir auf jeden Fall. Boah, das ist gerade mega eklig. So, aber das geht. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Warte nur noch ein paar Tage, bis das neue Mainboard da ist, was ich bestellt habe. So, dann haben wir diese Etage schon mal fertig. Oh, ich bin durch die Wand geglitscht. Diese Etage fertig gemacht. Wir können dann ja, einen Block irgendwo rausreißen, damit wir erstmal wenigstens hochkommen. Und später muss man dann noch eine Treppe irgendwo einbauen. Genau, und für diese... Ach, es regnet gerade, ne? Deshalb ruckelt das so krass. Genau, damit wir die Türen hier einsetzen, setzen wir von diesem Quarz aus schräg nach vorne versetzt hier links und rechts einfach Ton hin. Und machen dann so einen Bogen daraus. Und dort kommt dann die Tür rein. Und zwar hier von der Außenseite. Dann kommt hier links wieder Ton, rechts Ton. Ziehen das erstmal hoch bis hierhin. Hier habe ich dann Quarz eingesetzt, damit wir hier einen Quarzboden haben. Und dann auch wieder eine Tür von außen. Und das gleiche hier oben dann auch. Das heißt, wir ziehen einfach den Ton wieder weiter bis hier oben. Rechts rüber. So.
hier einmal Quarz rein und dann eine Tür und dann haben wir den dritten Balkon und jetzt können wir anfangen, hier diese Etage weiterzuziehen mit den Stufen. Da haben wir ja schon angefangen und die halbe Etage sowieso schon fertig. Das heißt, es geht jetzt ganz schnell und komischerweise ruckelt das auch gerade gar nicht. Das ist richtig cool. Ach, hier können wir einen ganzen Block draufsetzen. Hier auch nochmal einen ganzen Block, damit das von unten auch vernünftig aussieht. Aber ansonsten Stufen. So, einen lassen wir frei, damit wir da auch wieder hochkommen oder nach unten kommen. Und dann die letzte Schicht kommt dann auf dieser Höhe, wo hier auch der Boden ist. Das heißt, hier entlang und hier lasse ich das erstmal frei, beziehungsweise hier bei dem Ton mache ich das noch hin. Und hier, dass wir diese Ebene erstmal frei lassen und dann kann man da nachher so eine Art Galerie haben, wo man dann so auf die andere Etage runter gucken kann. Das finde ich auf jeden Fall ganz cool. Aber den Rest, wie auch sonst, einfach komplett mit Stufen ausfüllen. So, gleich haben wir es. Genau, so. Und dann seht ihr schon, jetzt haben wir hier oben einmal die letzte Etage. Wenn man möchte, kann man hier auch noch diesen Ton hinsetzen, damit das gleichmäßig nach oben weggeht. Hier hat man dann diese kleine Fensterecke, hier der Balkon, hier nochmal eine Ecke, also so ein bisschen Platz hat man hier auf jeden Fall. Wie gesagt, ich würde, glaube ich, hier die Treppe hinbauen. Hier hat man dann eine Galerie, wenn man möchte, kann man da natürlich auch ein Gelände draufziehen, damit man hier nicht runterfällt. Das heißt, so kann man hier einfach so ein bisschen runter gucken. Hier würde ich dann die Treppe hinmachen, die nach unten führt in diese Etage. Hier hat man dann einmal diese Dachterrasse, die ich auch schon vorhin gezeigt habe. Hier dann der kleine Balkon, hier in der Ecke wieder ein bisschen Platz. Hier würde ich dann auch wieder die Treppe machen, die nach unten führt. Hier hat man dann eine relativ große Etage mit vielen Fenstern hier auf der Seite. Das eignet sich, glaube ich, richtig gut für Bürogebäude, also Bürowerktätigkeiten, aber auch für so einen Esstisch. Glaube ich, wäre das auch mega cool, wenn man hier in diese Ecke zum Beispiel so einen Esstisch reinstellt. Ich glaube, das wäre richtig geil. Und dann die Küche vielleicht hier in diese Ecke oder, keine Ahnung, das könnte man ja irgendwie machen, wie man will. Hier hat man auch wieder den kleinen Balkon. Hier dann noch einmal diese kleine Dachterrasse und dann unten die unterste Etage. Hier musste man den Boden natürlich auch nochmal ändern. Und jetzt fällt mir gerade auf, ein paar Sachen müssen wir noch machen. Jetzt ein bisschen Design. Und zwar habe ich Mauern genommen, Bruchsteinmauern. Und hier einige platziert. Und zwar haben wir hier einmal dieses Quarz aus dieser Ecke, setzen wir das einmal runter auf den Boden, von dieser Ecke aus auch einmal runter auf den Boden, genauso hier von dieser Ecke aus einmal runter auf den Boden und dann hier nicht ganz von der Ecke, sondern ein links daneben, ziehen wir es auch runter auf den Boden, dann gehen wir um die Ecke und setzen, jetzt gucke ich gerade, ganz rechts, aber nicht hier vorne, sondern auf den zweiten, da noch einmal eine Säule, die runter geht, dann lassen wir hier drei Blöcke frei, setzen dann hier wieder eine Säule hin und von links aus nach rechts gehend auch drei Blöcke frei, hier eine Säule, dann sieht das von weitem aus so aus, dass man insgesamt vier Säulen hat, in der Mitte ist der Abstand etwas größer und genau hier in der Mitte, hier habe ich dieses Holz einmal ausgerissen und dort Glas eingesetzt. Das meinte ich, als ich ganz am Anfang gesagt habe, hier kommt noch ein bisschen Glas hin. Und hier zwischen diesen Säulen, diese Linie, habe ich auch Glas eingesetzt. Dass wir insgesamt hier auch so zwei Fenster haben. Und gerade von innen wäre diese Etage sonst sehr düster, wenn man dieses Glas hier nicht hätte. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr es auch weglassen. Vielleicht mögt ihr es ja, wenn es dunkel ist. Ich aber nicht, deshalb habe ich da einfach Glas hingemacht. Und dann, glaube ich, sind wir jetzt fertig. Wie gesagt, ihr müsstet dann nur noch die Treppen einsetzen, den Boden ändern und sonst etwas. Aber an sich mit dem Haus war es das. Ich gucke gerade von oben, ist auch alles dicht. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat.
Wenn ja, dann wäre es auf jeden Fall richtig cool, wenn ihr ein Like da lasst, einfach um meine Arbeit so ein bisschen zu schätzen. Wenn ihr ein Abo da lasst, wäre das auch richtig cool, falls ihr das nicht sowieso schon gemacht habt. Und ansonsten würde ich einfach nochmal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Nachbauen. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Haut rein, meine Freunde. Ciao, ciao.